Wie tut man ein Fotostudio einrichten für ein Porträtfotoshooting? Mein Name ist Matthias Blattmann und ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Es geht etwa so ein Studioaufbau. Nein, also so schnell geht es also schon nicht. Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie ich das Studio aufbaue und zwischendurch gebe ich dir ein paar Tipps und Tricks, was du beachten solltest, wenn du dein eigenes Fotostudio aufbauen willst. Egal ob du daheim mit so einem fixen Hintergrundsystem oder irgendwo unterwegs, wo du nachher deine Stativ hast, wo du deinen Hintergrund dranhängen kannst. Also zuallererst schaue ich, dass ich hier mal den ganzen Platz vorne dran frei mache, sicher. So, jetzt habe ich hier alles frei und fange als erstes mit dem Hintergrund an. Ich habe hier so ein Ausrollsystem, wo ich drei verschiedene Hintergründe abrollen kann. Meistens arbeite ich aber mit dem weißen Hintergrund, den ihr hier seht. Und wenn ich nachher einen grau oder schwarz machen will, dann nehme ich die andere Rolle oben runter. Die Zunderstunde, die ihr gesehen habt, die grüne, brauche ich vor allem zum YouTube-Film machen, wo ich etwas hinten dran will, einfüge im Nachhinein. Ich habe hier auf der Seite so ein Kettensystem. Ist eigentlich sehr praktisch. Bei den Ketten kann es einfach immer ein bisschen passieren, dass das Zeug verwickelt. Also wenn ihr noch nichts gekauft habt, vielleicht eher die mit Plastik kaufen. Die könnt ihr nachher da auch auswechseln und dann habt ihr nicht immer so ein Gehäder. Ich habe mir nachher selber hier einen Punkt gemerkt, wie weit ich die Rolle vorne raus will. Und dann kann ich immer die Rolle bis hierher tun und nachher den Hintergrund noch etwas runterlassen. Jetzt noch ein ganz kleiner Bonus-Spezialtipp. Ich habe mir extra eine Blache machen von coolprä.ch. Ich tue euch sonst den Link unten rein in die Beschreibung. Dort habe ich die Blache machen, wo man nachher draufstehen kann. Ich habe es bei meinem Logo drauf, dass man noch ein bisschen Werbung hat für die Leute, wenn sie hier im Studio sind. Und so kannst du fotografieren, ohne dass du den weißen Boden immer verlatscht hast und irgendwelche Fußabdrücke drauf hast. Ihr seht, das ist so eine normale Blache, Blachenstoff, einfach ohne Nieten auf der Seite und nachher innen dran bedruckt. Und das rolle ich jetzt einfach über den Unterteil drüber. Und dann kann nachher passieren, was will, egal ob Flüssigkeiten, Dreck, Schuhabdrücke, kannst du nachher einfach alles wieder wegputzen. Als nächstes tue ich jetzt meine Seite leichter installieren. Wenn ich die nicht brauche, dass ich ein bisschen mehr Platz in meinem Studio habe, das ist ja nicht so mega riesig, habe ich das auch separat auf irgendeinem Stativ. Und dann habe ich hinten so eine Halterung, die ich runterlassen kann und nachher die Blitzköpfe her tun. Und dann kann ich die alle positionieren und nachher einschalten. Ich sehe gar nicht, was ich da hinten mache, darum muss ich da schnell ein bisschen Zeit nehmen. Frage vom Video. Welche Farbe vom Hintergrund benutzt du am meisten? Ist das weiß oder schwarz so wie ich? Oder hast du eine ganz spezielle Farbe an deinem Hintergrund? Schreib es doch bitte in die Kommentare unten rein. Ich bin mir sicher, manche andere Fotograf ist froh, wenn du ihm hilfst. Und ihr seht, jetzt hätte ich schon das erste Mal Fußabdrücke von mir selber da drauf. Darum hat sich die Blache schon wieder mehr als bewährt. Jetzt als nächstes kommt es darauf an, was ich für ein Fotoshooting habe als nächstes. Ich richte jetzt mal alles ein für ein Portrait-Fotoshooting und jetzt wird der Vorderteil alles eingerichtet.
Für alle, die sich jetzt fragen, was macht die Box hier oben? Das ist mein super Slim Size Model. Und zwar nehme ich das Stativ respektive die Box, dass ich nachher das ganze Licht kann ausrichten kann. Und die Kamera kann anvisieren auf die Box und sehen, wie das Bild aussieht. Wenn nachher das Model da ist oder der Kunde da ist, nehme ich das Ganze. Stelle das dort in die Ecke und das Model kann sich nachher vor den Lichtern positionieren. So, das wäre es ja schon fast gewesen. Jetzt tue ich euch nur noch die Kamera richtig positionieren. Je nachdem, was für ein Auftrag ist, arbeite ich gerade fix mit dem Stativ, respektive von Tether Tools habe ich da den Aufsatz drauf und oben dran einen Manfrotto Kugelkopf. Oder ich nehme die Kamera weg und arbeite nachher so mit der Kamera, Ladewagen. Irgendwo da neben dran stehen und kann nachher eine Kamera zwischendurch, wenn ich mal eine Pause mache, wieder draufhängen. So, und jetzt wäre das Studio schon einsatzbereit für den heutigen Zweck, für das kurze Fotoshooting. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen auf einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, dass auch ich dir helfen kann. Besser fotografieren und Tipps und Tricks geben rund um das Thema Fotografie. Ich wünsche dir nur das Beste bei deiner Studiofotografie und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.